Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie du siehst, habe ich heute kein typisches Mathe-Erklärvideo mit dabei, sondern ich möchte dir gerne von meinem Abitur-Crash-Kurs erzählen, der dieses Jahr stattfindet. Vielleicht machst du ja dieses Jahr deine Abiturprüfung und du suchst noch nach einer richtig guten Erklärung in dem Bereich Mathematik, sodass du definitiv problemfrei in deine Matheprüfung starten kannst. Und vielleicht hast du ja schon mal meine Mathe-Videos gelernt und kommst mit meiner Art der Erklärung richtig gut zurecht, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Der Kurs wird nämlich vom 3.4. bis zum 6.4.2023 stattfinden. Ich habe diesen Kurs im letzten Jahr schon relativ häufig gehalten und auch dieses Jahr wird er natürlich wieder stattfinden, weil natürlich die Nachfrage immer wieder da ist. Dieser Kurs wird definitiv nur von mir alleine gehalten. Das heißt, wenn du bei mir diesen Kurs buchst, dann wirst du auch von mir diesen Kurs erhalten und nicht von irgendeinem Lehrer, den ich irgendwie angestellt habe. Und dieser Kurs findet natürlich live statt. Das heißt, wir werden uns online treffen über die Plattform Zoom und ich werde dir live diese ganzen abiturrelevanten Themen erklären. Ich werde dafür sorgen, dass all deine Fragen beantwortet werden und du erhältst natürlich nebenbei noch ein Skript zum Nachlesen. Das heißt, wenn wir diesen Kurs gehalten haben, dann hast du immer noch mal die Möglichkeit, diese ganzen Themen noch mal schriftlich zu finden. Und ganz, ganz wichtig ist, dieser Kurs wird aufgezeichnet. Dieser Kurs wird nicht veröffentlicht, also wenn du Fragen stellst im Kurs, wird es nicht irgendwie in die Öffentlichkeit gehen, sondern du erhältst eine Aufzeichnung, sodass du auch nochmal später, ein paar Wochen später, falls du irgendwie feststellst, dass du ein Thema nicht wirklich verstanden hast, dass du es gerne nochmal wiederholen möchtest, dass du nochmal ein bisschen tiefer gehen möchtest, dann hast du immer noch die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Ganz, ganz wichtig, denn ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil. Gehen wir ein bisschen mal tiefer hinein. Wir wiederholen den gesamten abiturrelevanten Stoff. Das heißt, ich weiß, dass ich diesen Abiturkurs für NRW anbiete. Falls du aber dennoch in deiner Prüfungsvorbereitung feststellst, du kommst aus einem anderen Bundesland, du hast vielleicht noch ein Thema, welches ich noch nicht angesprochen habe, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, diesen Wunsch zu äußern. Dann werde ich hier auch dein eigenes Thema oder dein Thema, welches ich nicht irgendwie vorgesehen habe, nochmals detailliert erklären. Du erhältst, wie gesagt, PDFs, die den kompletten abiturrelevanten Stoff erklären und ich werde definitiv dafür sorgen, dass all deine Fragen beantwortet werden. Wie ihr es von mir gewohnt seid, ne? Die Meetings werden aufgezeichnet, sodass du jederzeit Zugriff auf diese Aufzeichnung hast. Wie gesagt, es kann ja sein, dass ich im April oder Anfang April dir die Themen erkläre und dann bist du kurz vor der Prüfung und denkst, okay, Thema XY fällt mir noch ein bisschen schwer, ich würde es gerne nochmal hören. Die Möglichkeit besteht natürlich jedes Mal. Ja, ich wollte dir auf jeden Fall nochmal ganz kurz die Lernplattform zeigen. Denn das ist zwar vom Abi-Coaching, welches ich ja seit Oktober halte, doch die Lernplattform für den Abi-Crash-Kurs sieht exakt genauso aus, ne? Da siehst du jetzt hier die vier wichtigsten Oberthemen: Differentialrechnung, Integralrechnung, Vektorrechnung, Stochastik. Darunter gibt es noch ein paar weitere Aufgaben, zum Beispiel für den vierten Tag und noch ein paar weitere Inhalte, wie irgendwelche Zusammenfassungen. Wenn du jetzt zum Beispiel hier auf Differentialrechnung klickst, wir nehmen jetzt einfach mal die Nullstellen, dann sieht das Ganze so aus, dass ich jetzt die hier dann für den Kurs die gehaltene Präsentation hochladen, ne? Die werde ich ja wie gesagt aufzeichnen, das habe ich ja gerade schon gesagt. Dann wirst du hier das Video finden, welches du dir später nochmal angucken kannst. Darunter findest du nochmal ein paar weitere Videos. Kann ja sein, dass du irgendwie zu irgendeiner ja, Strategie nochmal ein weiteres Video sehen möchtest. Ne? Da findest du hier noch ein paar Hilfen. Dann könntest du jetzt hier auf das Thema Materialien klicken. Da findest du zuerst einmal die unausgefüllte Präsentation, die du vorab bekommst. Die werden wir natürlich gemeinsam im Kurs ausfüllen. Zum Beispiel, was sind Nullstellen? Dann geht es halt irgendwann um die ganzen Lösungsstrategien, um verschiedene Funktionstypen, wann man auch welches Nullstellenverfahren braucht, E-Funktionen und so weiter und so fort. Wie gesagt, dann kriegst du auch natürlich die ausgefüllte Variante mit einer Musterlösung. Und wichtig ist auch vielleicht, am Ende von den meisten Kapiteln findest du auch eine Übungsaufgabe, zum Beispiel so eine Übungsaufgabe hier. Da kannst du nochmal selber überprüfen, ob du die Inhalte wirklich verstanden hast. Das sind Aufgaben, die zu diesem Kapitel passen. Zum Beispiel hier, wie gesagt, wir sind im Kapitel Nullstellen, brechen die Nullstellen von diesen Funktionen. Da findest du dann hier nochmal explizit die Lösung. Und das halt Kapitel für Kapitel und Thema für Thema. Da siehst du hier die ganzen Themen. Dann irgendwann die Integralrechnung, die Vektorrechnung, die Stochastik. Und ja, und so wird dann halt für dich dieser komplette Bereich befüllt mit irgendwelchen Videos und so weiter und so fort, sodass du dann schlussendlich nach den 4 Tagen eine komplette Lernplattform ausgefüllt zur Verfügung hast, sodass du dann die Themen vielleicht auch nochmal 2, 3 Wochen später nochmal anschauen kannst, nochmal durcharbeiten kannst.
Außerdem hast du natürlich neben dieser Lernplattform einen Zugang zu einer internen Facebook-Gruppe. Da kannst du auch jederzeit deine persönlichen Aufgaben, kann ja sein, dass du irgendwie am Nachmittag nochmal da sitzt und sagst, okay, ich möchte gerne eine alte Abiturprüfung durchrechnen und hab da irgendwie noch ein paar Fragen dazu. Dann kannst du ein Foto von deiner Aufgabe schicken, das einmal ganz kurz in die Facebook-Gruppe posten und dann werden wir dir auf jeden Fall weiterhelfen. Entweder werden das die anderen Teilnehmer tun oder aber ich selber. Ne? Wichtig ist für mich immer, am Ende dürfen keine Fragen offen bleiben. Das ist so mein Hauptziel im Endeffekt. Es erwartet dich wirklich eine angenehme Lernatmosphäre, denn dieser Kurs wird limitiert sein. Ich bin kein Fan davon, einen Kurs anzubieten, wo hunderte Teilnehmer dran teilnehmen. Weil ich glaube, dann ist das sehr unpersönlich und man traut sich unter Umständen auch gar nicht, die persönlichen Fragen zu stellen. Das heißt, so bei mir ist immer so der Richtwert 15 Personen, maximal ein, zwei Personen mehr, dann wird dieser Kurs geschlossen. Und dann ist diese Gruppe vollständig. Wir werden also in einer kleinen Gruppe arbeiten, sodass da eine wirklich sehr, sehr angenehme Lernatmosphäre ist. Und dass man sich, glaube ich, auch traut, nach ein, zwei Stunden auch für die etwas schüchternen Personen von uns wirklich die Fragen zu stellen, die einem auf dem Herzen brennen. Und ja, ich gebe mittlerweile über 15 Jahre Nachhilfe und auch mache seit sehr vielen Jahren, glaube ich, die YouTube-Videos, das kennt ihr von mir. Ich habe 15 schon mittlerweile, das hätte ich mal aktualisieren sollen. Ich bin mittlerweile auch 37. Ich glaube, es sind eher 18 Jahre. Und ich glaube, dass dieser Kurs definitiv in der Gesamtheit, das, was du von da bekommst, definitiv günstiger ist als eine herkömmliche Nachhilfe. Wenn du mit einer Nachhilfe all diesen kompletten Stoff einmal durchgehen würdest, selbst bei einem günstigen Stundenlohn, da würdest du XY Euro bezahlen. Das wäre einfach gar nicht möglich. So. Für wen ist es dieser Crashkurs? Also, ich glaube, dass wenn du eine dieser Dinge mit Ja beantwortest oder mit Ja, das fühle ich beantwortest, dann ist dieser Crashkurs das absolut Richtige für dich. Wenn du dich zum Beispiel nicht hundertprozentig auf deine Abiturprüfung vorbereitet fühlst, kann ja sein. Oder aber du hast Wissenslücken. Es kann sein, dass du irgendwie ein Thema nicht verstanden hast oder ein, zwei, drei Themen nicht verstanden hast. Dann ist dieser Crashkurs absolut richtig für dich. Denn ich werde so anfangen, dass man genau genommen den Stoff der Unterstufe, oder ich werde sogar den wichtigsten Stoff der Unterstufe aufgreifen und ihn nochmals erklären, sodass man danach komplett folgen kann. Und ja, vielleicht möchtest du auch einfach mal nochmal einen Gesamtüberblick über alle abiturrelevanten Themen haben. Vielleicht denkst du, okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu lernen. Oder was muss ich alles können? Das wird dir im Kurs gezeigt. Du weißt nicht ganz genau, was dich in der Prüfung erwartet. Ja, am Ende habt ihr natürlich auch immer noch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, wie so eine Prüfung zum Beispiel abläuft. Oder wie lerne ich nochmal für mich selber weiter? Oder wie sollte am besten so ein Klausur morgen aussehen? All das werden wir natürlich auch im Kurs durchgehen, falls du denn genau das möchtest. Und ja, wie gesagt, die Fülle des Stoffes kann ich natürlich auch komplett erschlagen, weil du, wie gesagt, gar keinen Angriffspunkt hast, wo du anfangen sollst, damit du da wirklich strukturiert durchgehen kannst. Dann ist dieser Kurs auch das Richtige für dich. Ich sagte gerade schon, dass dieser Kurs über Zoom stattfindet. Zoom ist ein kostenloses Programm für dich, du zahlst gar nichts. Das Einzige, was du brauchen solltest, ist ein Internetzugang, der relativ stabil ist, und ein Mikrofon. Eine Kamera kann sein, muss aber nicht sein, ne? Alle Inhalte erkläre ich dir live. Wie gesagt, es ist keine Aufzeichnung. Wenn du mir eine Frage stellst, dann antworte ich auch live darauf, weil ich genau weiß, dass manche Agenturen ein Programm aufzeichnen und es dir einfach nur live abspielen. Nein, ich bin live da und ich erkläre dir das auch ganz live. Dementsprechend ist es keine Aufzeichnung. Und ja, im Vorfeld erhältst du einen kleinen Link zu diesem Meeting. Und dann klickst du einfach drauf, bestätigst, dass du mit dem Mikrofon eintreten möchtest. Dann bist du auch schon bei mir im Meeting drin. Und es ist wirklich spielleicht. Das schafft jeder, wenn, wie gesagt, eine Internetleitung vorherrscht und ein Mikrofon vorhanden ist. Und wie gesagt, dadurch, dass wir halt so eine relativ kleine Gruppe sind, ist auch für mich völlig okay, wenn du einfach mal mitten in einem Thema sagst, okay, Jenny, das habe ich gerade nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Und dann nicht irgendwie deine Fragen irgendwie separat sammelst, weil jetzt 100 Leute zuhören und du möchtest 100 Leute nicht stören. Das finde ich persönlich relativ nicht gut. Ich möchte, dass wenn ich etwas erkläre und du eine Frage hast, dass du sie auch relativ zügig zeitnah stellen kannst. Und dass ich dir dann deine Frage auch auf jeden Fall beantworten kann, weil sonst könntest du gewisse weiteren Erklärungen
vielleicht unter Umständen gar nicht folgen. So. So ein typischer Tagesablauf ist, ja, 9 Uhr morgens ist dann halt auch schon die Begrüßung. Wir starten um 9 Uhr morgens. Dann gibt es halt erst eine erste Unterrichtseinheit, 1,5 Stunden, dann gibt es eine kurze Pause, dann gibt es eine zweite Unterrichtseinheit, dann gibt es wieder eine Pause, eine dritte Unterrichtseinheit, eine kurze Pause und eine vierte Unterrichtseinheit und eine kurze Pause. Und die Unterrichtseinheiten sind in der Regel so aufgebaut, dass ich bis auf, wie gesagt, den Donnerstag, den würde ich gerne rausnehmen, dazu sage ich gleich nochmal was, dass ich immer wieder Inhalte erkläre und dass es dann immer wieder eine Unterbrechung gibt, eine kurze Übungseinheit, sodass du dann direkt sofort nochmal parallel, nachdem ich etwas erklärt habe, eine kleine Übung machst, um zu schauen, okay, hast du es wirklich verstanden? Weil es bringt nichts, wenn ich irgendwie dich komplett im Stoff zuballer und du am Ende feststellst, okay, ich habe eigentlich gar nichts verstanden. Ne? Immer eine Erklärung, eine Übung, dann gibt es die Lösung, eine Erklärung, eine Übung, dann gibt es die Lösung. Und am Donnerstag werden wir auf jeden Fall die ganzen, da habe ich ein paar Aufgaben oder ein paar Klausuren selber erstellt, die Abiturniveau haben. Da wirst du eigenständig Abiturniveau-Aufgaben lösen, hoffentlich können. Und dann werden wir im Nachmittagsbereich natürlich dann die Lösung bestimmen. Und hier siehst du mal eine kleine Übersicht über die ganzen Themen, die dich erwarten. Du siehst die Differentialrechnung. Das hier ist im Endeffekt komplett die Kurvendiskussion mit verschiedenen Funktionstypen, wie ganz rationale Funktionen, wie E-Funktionen, wie allgemeine Exponentialfunktionen, gebrauchten rationale Funktionen, Wurzelfunktionen, Ln-Funktionen, Funktionsscharen. Dann reden wir über die speziellen Graden, Tangente, normale Sekante, dann über die Änderungsraten, das heißt die momentane Änderungsrate und die durchschnittliche Änderungsrate. Extremwertaufgaben, Funktionsschare nochmal explizit, weil das super wichtig ist. Dann den grafischen Zusammenhang zwischen der Ausgangsfunktion und der ersten Ableitung, Schnittpunkte von Funktionen, Steckbriefaufgaben, Funktionstransformation, beschränktes Wachstum. Damit ist, glaube ich, so weitestgehend die Differentialrechnung abgedeckt. Danach reden wir über die Integralrechnung, das heißt Obersumme, Untersumme, irgendwelche geometrischen Formen, dann die Stammfunktion von ganz rationalen Funktionen, von Brüchen, von Wurzeln. Was bedeutet dies plus c? Wir werden herausfinden, wie man eine Stammfunktion nachweist, wie man eine Stammfunktion durch einen gegebenen Punkt bildet, eine Verkettung mit einer linearen Funktion. Dann geht es um die Integrale, die drei wichtigsten Typen, unbestimmtes Integral, bestimmtes Integral und uneigentliches Integral. Dann geht es um den Zusammenhang zwischen der Ausgangsfunktion und der Stammfunktion, zum Beispiel Zeichnen, Flächeninhalt mit der X-Achse, Flächeninhalt zwischen zwei Funktionen, dann auch noch so etwas wie nochmal herausgearbeitet, was der Unterschied zwischen einem Integralwert und einem Flächenwert, Mittelwert, Rotationsvolumen um die X-Achse, Grenzen berechnen, Parameter berechnen und so weiter und so fort. Danach gehen wir in die Vektorrechnung. Da lernen wir erst das 3D-Koordinatensystem kennen. Dann gibt es ein paar Grundlagen wie die Grundrechenarten, wie zum Beispiel ein Betrag, Linearkombinationen, Komplanar, kolineare Vektoren, Skalarprodukt, Winkel zwischen zwei Vektoren, Mittelpunkt einer Strecke, Kreuzprodukt. Dann reden wir über die Geraden natürlich als Hauptpunkt die Lagebeziehung, Punktprobe, Punkte bestimmen, Spurpunkte, dann über die Ebenen, Gauß-Verfahren, Parameterform, natürlich auch den Darstellungswechsel zur normalen Form, zur Koordinatenform und so weiter und so fort. Schnittwinkel, Abstände und dann die Textaufgaben, super wichtig, Bewegungsaufgaben, Schattenaufgaben und Lage, gerade Dreieck und so weiter und so fort. Und danach als letztes gehen wir nochmal in die Stochastik, da lernen wir das Baumdiagramm mit allen möglichen Dingen kennen. Ziehen mit zurücklegen, ziehen ohne zurücklegen, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Satz von Bayes, umgedrehtes Baumdiagramm, umwandeln in die Vierfeldertafel, dann die Vierfeldertafel an sich, dann natürlich auch Erwartungswert, Standardabweichung, faires Spiel, dreimal mindestens Aufgaben, Binomialverteilung, n über k händisch, kumulierte Binomialverteilung, ne? Mindestens, höchstens, mehr als und so weiter, Hypothesentest, die Normalverteilung. Also, dann diese ganzen Themen, die kannst du auch definitiv nochmal auf der Internetseite nachlesen. Den Link packe ich dir übrigens hier in die Videobeschreibung oder wenn du jetzt auf dieses i klickst. Und ja, hier siehst du nochmal ein paar Reaktionen bzw. ein bisschen Feedback von den Personen, die den Abi-Crash-Kurs letztes Jahr und die Jahre davor besucht haben. Schau es dir gerne an. Ich glaube, dass er nur sehr, 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 sehr gut angekommen ist. Da möchte ich gar nicht so weit drauf zu sprechen kommen. Und jetzt vielleicht für dich das Wichtigste, wie teuer ist dieser Kurs? Dieser Kurs wird jetzt für 229 € angeboten aktuell und zur Feier des Tages eine Woche, so lange wie das Video erschienen ist, ne, wenn das Video erscheint, eine Woche lang, biete ich 10% darauf. Ne? 10% weniger, das sind 22,90 € weniger.
kannst du dich gerne anmelden. Noch so ein paar Plätze frei. Es sind auch schon ein paar Plätze weg natürlich. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ich dich auf deine Abiturprüfung perfekt vorbereiten dürfte. Wenn du, wie gesagt, mit meinen Erklärungen zurechtkommst, wenn du mir vertraust, wenn du siehst, okay, das könnte etwas für mich sein, dann bitte melde dich an. Oder aber, wenn du noch Fragen hast, dann kontaktiere mich einfach. Schreib mir eine E-Mail, kontaktiere mich auf Instagram, schreib hier einen Kommentar. Dann weiß ich, dass du noch ein paar Fragen hast. Dann würde ich gerne noch deine Fragen beantworten. Und ansonsten, ja, ich freue mich einfach, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen und wenn ich dich so richtig fit machen darf für deine Abiturprüfung.